Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg Monströse Montage und für dieses Achievement müssen wir jedes der folgenden Konstrukte durch die Kunst der Monstrositätenflickerei bauen. Wie funktioniert das jetzt genau? Wir brauchen als erstes die Monstrositätenflickerei. Die könnt ihr bauen, wenn ihr im Sitz des Primus als Necrolord einmal Mana und Seelen investiert und dann bastelt ihr die hoch. Ja? Pro Stufe braucht ihr mehr Seelen und ihr braucht auch mehr Anima. Auf Stufe 1 könnt ihr dann eine Handvoll dieser NPCs bauen, indem ihr einfach bei dem Kollegen hier drüben, Rattan, ein paar Quests annehmt. Da müsst ihr dann hier an dieser Monstrositätenflickerei quasi auf so Seelen klicken und könnt dann einfach diese Seele nehmen, braucht ein paar Ressourcen, die ihr von ihm am Anfang bekommt. Und dann könnt ihr ganz easy an dem Tisch hier diese Seelen zusammenflicken. Ihr könnt die hier nur sehen, wenn ihr sie quasi noch nicht gebaut habt. Und dann bastelt ihr die. Im späteren Verlauf braucht ihr immer mehr Ressourcen, und zwar formbares Fleisch braucht ihr zum einen immer. Und das andere, was ihr dann noch braucht, sind hier hochwertige Teile. Diese Ressourcen kriegt ihr aber nebenbei ständig rein. Und zwar kriegt ihr das formbare Fleisch aus allen möglichen Mobs raus, die ihr hier in Shadowlands umhaut. Und diese hochwertigen Teile bekommt ihr unter anderem von den Weekly-Quests, die ihr hier machen könnt. Jeder NPC, den ihr baut, hat dann immer auch eine Weekly-Quest. Die könnt ihr dann einmal die Woche machen und kriegt diese hochwertigen Teile raus. Beziehungsweise die gibt es auch zusätzlich dann nochmal durch Missionen. Wenn ihr eure Monstrositätenfleckerei hochbastelt, könnt ihr dann bei jedem Upgrade 2, 3, 4 neue von denen bauen, bis ihr am Ende Einigkeit baut. Heißt, fast alle bekommt ihr einfach durch Quests hier Seelen rein, bauen, bis auf zwei Mobs. Ja? Und diese zwei Mobs sind zum einen Miru und Nena. Und jetzt ist es so, dass ihr Nena euch holen müsst. Und zwar braucht ihr da die Monstrositätenflickerei auf Minimum Stufe 2. Und dann müsst ihr hier nach oben gehen, auf die Koordinaten 69, 40. Dort oben ist dann ein Käfig, wo die Seele von Nena drin ist. Und direkt daneben, wirklich 5 Meter weg, so einen Elite-Licht, der hat glaube ich so 60-70k Leben, der ist nicht sonderlich stark. Den boxt ihr um, der droppt einen Schlüssel, geht zu Nena hin, macht den Käfig auf, quatscht sie an, kriegt eine Quest, dann müsst ihr sie nochmal anquatschen. Ich wollte schon lostigern, dachte ich bin fertig, ihr müsst sie nochmal anquatschen. Dann seid ihr mit der Quest fertig, die gibt ihr hier ab und dann könnt ihr Nena auch bauen. Easy. Den zweiten Mob, den wir haben, Miru, den müsst ihr euch auch besorgen über eine Quest und dann müsst ihr hier runter auf die Koordinaten 24, 31, etwa hier ist der Eingang und dort müsst ihr in so einen Höhlengang rein. Und da habe ich, hier habe ich mal das Ganze aufgenommen. Wenn ihr dann da reinkommt, ne, dann habt ihr quasi einmal hier diesen Gang. Und dort gibt es dann zwei Ketten, die ihr drücken könnt. Eine Kette ist hier hinten, die macht hier eine Kiste auf. Und eine Kette ist hier etwa, die macht hier einen Gitter auf. Und ihr müsst die Kette hier drücken, also ihr müsst hier nach rechts laufen, hier die Kette drücken. Hier geht das Gitter auf, da ist dann der Mob drin, Miru. Und da müsst ihr eine Quest machen, dass ihr den Boss hier tötet. Und dann geht es halt auch zurück zur Monstrositätenflickerei. Und dann habt ihr quasi Miru. Ne? Mehr ist es tatsächlich nicht. Warte mal, wir können mal hier ein bisschen vorspringen. Da bin ich, glaube ich, irgendwo reingelaufen. Ah ja, jetzt, da hinten war es, glaube ich, irgendwo. Ja, genau, hier haben wir diese Kette, seht ihr das? Und die müsst ihr quasi runterziehen. Die können wir einfach hier runterziehen, diese Kette. Und dann geht quasi das Gitter auf. Ja, können wir hier mal ein bisschen vorspringen. Ihr seht schon hier auf der Map, da haben wir dann einmal die Quest drin. Und die können wir annehmen und dann müssen wir den Boss töten. Und mehr ist es eigentlich nicht. Genau. Gut, und sobald ihr dann die beiden Extra-Seelen quasi hier auch noch gebaut habt, habt ihr das Achievement. Ja? Also, ihr braucht das Minimum auf Stufe 5, dass ihr quasi alle anderen bauen könnt und die einen beiden müsst ihr quasi noch einmal suchen und dann craften. Sobald ihr das gemacht habt, habt ihr das Achievement und es gibt zusätzlich, seht ihr als Belohnung, Reittierbelohnung, Auserwählter Tauralus. Das ist dieses schicke Mount hier, Auserwählter Tauralus, das können wir uns
gleich auch nochmal hier anschauen aus welcher Taurolus. Das ist quasi dieser, nackte Taurolus. Es gibt den dann auch nochmal in gepanzert, den müsste ich hier auch noch haben. Den gibt es dann fürs Meta-Achievement. Gut, das war's soweit für den kleinen Erfolgsguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit weiterhelfen. Ich hoffe, dass euch das Ganze weitergeholfen hat. Und dementsprechend würde es mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Euer Tela, bis dann. Ciao.